Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Raft im Multiplayer, diesmal wieder mit Hannah. Hallo. Was kann er noch zu tun, deshalb? Oder ist nicht verfügbar? Deshalb sind wir heute aber immerhin zu zweit und nicht mehr alleine wie letzte Folge. Hier einen Kranschlüssel. Wir brauchen klar Kranschlüssel. Und das funktioniert noch nicht, weil wir den Schlüssel wahrscheinlich noch nicht reingesteckt haben. Ich bin jetzt letzte Folge nochmal ganz kurz hier runter und bin dann mit Hannah hier wieder hier hoch. Also ich habe da unten noch nichts angeguckt oder so. Ja, hier ist noch eine Leiter, die habe ich letzte Folge gar nicht gesehen. Und hier soll ja so ein komischer Typ, der mit Puppen spricht, hochgegangen sein. Den Typen, der mit Puppen spricht, das war doch, wir hatten doch auf dem Bäreninsel, da hatten wir doch auch so einen Typen, der hat die wie Erwin oder so, wie hieß die? Egal, Errol oder so. Hat er die ja gebaut. Ich vermute, dass es der ist, weil der hat auch Astrid erwähnt. Und wir haben ja, ich habe dann letztes Mal noch im Kodex hier geschaut, dass das hier auch ja mit genannt wurde, der Name. Hier, genau, 3 Monate haben. Vor 3 Monaten haben meine Schwester Astrid und ich die Ranger-Station und so weiter. Was haben wir hier? Ein Elektrogrill! Endlich! Endlich können wir noch mehr Batterien verschwenden. They don't stay for long. Why? Probably because I keep stealing their stuff. Today, it was a man named Ruben and a boy named Detto. They were caught in a storm and needed supplies. Die kennen wir aber auch. I fell asleep. I nicked a whole set of tools. Crude stuff, but still good. In the morning, they were so freaked out, they sailed away immediately. Hilarious. Ich Finde habe ich das cool, wie Gefühl, noch nie der auf die Typ, der Idee hier. gekommen ist, den Typen zu töten. Naja, die wussten ja nicht, dass der Typ hier ist. Vermute ich mal. Oh, das ist. Dann ist der Typ einfach nur schlau. Jo. Also im Sinne von, mein Ziel ist es zu überleben, dann ja. Ja. Das meinte ich. Vielleicht treffen wir ihn ja noch. Vielleicht. Vielleicht wird unser Raft auch gestohlen. Kiste aufnehmen. Hoffentlich nicht. Rezept mit Steak mit Marmelade, das kennen wir schon. Biokraftstoff. Scharniere. Boah. Hier ist eine Tür. Jetzt, ich würde sagen, wir müssen jetzt hier runter. Oder? Aber Nee. nee, das bringt uns ja nichts. Ich glaube, dann müssen wir wohl erstmal unter Wasser. Ja, einmal das und halt sowieso noch auf die andere Insel dann erstmal hier. Das ist ja eine zweigeteilte Baustelle von einem Hochhaus oder so. War zumindest meine Vermutung. Ich hoffe, wir müssen nicht da lang. So. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal die Zipline. Ja. Oder ist hier noch irgendwas? Nö. Ja, wenn du irgendeinen Hinweis entdeckst, gerne. In der Dixie-Häuschen ist nix. Nix im Dixie. Hier geht's hoch. Okay, es geht nicht weit hoch. Nee, ich glaube, die Konstruktion hier hat gerade erst angefangen. Naja. Oder sie wurde wieder zerstört. Naja, was heißt. Ja, also zum Teil ist es auf jeden Fall zerstört. Was weiß ich, durch Sturm oder so. Kommt man dort hoch? Will man dort hochkommen? Nee, ist mir, glaube ich, jetzt zu nervig. Ja, gut, dann müssen wir unter Wasser gucken, ne? Es gibt ja Ja. nämlich sowas nämlich auch wie elektrische Quallen und alles. Oh Gott. Darauf ziehe ich mir erstmal ein Pilzomelett rein. So. Ja, wir brauchen Tauchausrüstung. Oder zumindest eine Lampe. Elektrogrill. Krasse Sache, ey. Elektrogrill, da. Komm, den bauen wir jetzt. Viel Spaß. 6 Metallbarren, 6 Titanbarren. Gönnen wir uns. Weil die Grills, das sind halt nur so Sachen, die sind noch so mit eine der ältesten Sachen hier.
Ja. Und ich finde, allein so vom Stil ist der schon wesentlich cooler. Wobei die Holztür dort unten hätte nicht sein müssen. Warte mal, können wir hier mal irgendwas braten vielleicht? Oh ja, ein paar Steaks. Wie viel passt da drauf? Fünf Sachen. Ah nee, sechs wahrscheinlich dann, ne? So. Ah ja. Das brät jetzt. Mois. Ja, gehen wir unter Wasser. Okay. Dann ab geht die Post. Und zwar, ich habe ja schon mal ein bisschen beobachtet. Und zwar, hier sind so Quallen. Und immer wenn das Licht angeht, dann gehen die Quallen weg. Und wenn das Licht sozusagen da nicht da ist und die Quallen verscheucht, dann blockieren die den Eingang. So, jetzt zum Beispiel kann ich jetzt hier rein. Aua, hi. Runa Point has all too many holes in it. It makes it easy to move unnoticed. Today, I nicked a hammer. Yesterday, I took some dried meat from the foreman's stash. It's less fun taking food, since it spoils eventually. The watch I got from the loudmouth driller was way more exciting. I want to grab something even better tonight. Ich bin gleich hinterm Eingang hochgegangen. Also hier ist gleich ein Raum. Ein Labyrinth. Hinlegen geht nicht, oder? Ich weiß es nicht. Na, wenn du. Oder. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier durch, weil dort hinten liegt noch was. Ich hoffe, das geht nicht irgendwann Nee. unter. Legen geht nicht. Haben wir sowas wie eine Flex hier? This side Nicht, up. dass ich wüsste. Als hätte eine, ich hätte eine Machete mit. Kannst du gegen die Kartons probieren, ja. Ja, aber dann würde es das anzeigen, dass man das machen kann. Ja, stimmt. Na, vielleicht müssen wir noch von woanders hoch. So, hier. Ah, guck mal hier. Zum Beispiel kommt man auch hier hin. So, jetzt bin ich ja hier auch. Und ich weiß nicht, wo du lang bist. Okay. Ich sehe deinen Namen. Da steht ein großes G für Grabber. Ah, da bist du. Ja. Hier gibt es unter Wasser komische Büsche, die ich nicht Ich begegnen will. weiß. Was denkst du, warum ich weggekommen bin? Au. Aber hier kommt man, ja. Wenn man hier hochgeht, kommt man hier rein. Interessanter Fisch. Anglerfischkopf. Was Ja, noch mehr denn? Köpfe für die Kopfsammlung. Ah, okay. Oh. Teil eines Scheinwerfers auf. Okay. Ah, dann können wir ihn vielleicht dauerhaft anmachen oder so. Oder ein paar Quallen verscheuchen. Wo bist du denn jetzt? Bist du in den Raum rein, oder? Ich bin, ja, ich bin durch. Wenn man hier hoch geht, dort wo wir waren. Wo ist, wo wir waren? Also ich bin jetzt rechts in den Raum rein. In die Wohnung. Den Ach so, Fahrstuhl okay. hoch, den Fahrstuhlschacht und dann. Ah, da bist du. Okay. Ich Ja. würde das mal unter Wasser hier erkunden. Also mach du das, weil ich habe keine Atemmaske. Dann gehe ich oben mal durch. Jo. I heard them talking about me this morning. They call me the Grabber. It's growing on me. I moved my cache. It's higher up now,
on the new floor, right under their noses. The foreman complained about the lack of cameras. Like that didn't matter. I wouldn't get caught even if the walls had eyes. I'm starting to get good at this. Okay, also der beißt ziemlich schnell zu, macht aber nicht so viel Schaden pro Biss. Der Anglerfisch? Ja. Okay. Ich bin oben durch. Und er gibt Glibber. Okay. Kletterpflanzen-Glibber. Ja, ja. Ah ja, und wir können immer wieder hier hochgucken in dieses noch nicht fertig gebaute. Ja. So. Können wir ein paar Möbel mitnehmen? Ich bin erstaunt, dass die immer noch so gut aussehen, die Möbel. Aber könnte man eigentlich mitnehmen? Ist nicht, oder? Nicht, dass ich sehen kann, plus Luft. Ja, ich komme zurück. So. Es gibt ja unten noch die Wohnungen, ne? Also ganz unten. Ganz unten? Wo den Fahrstuhl wieder runter? Den Fahrstuhl wieder runterschwimmen? Ja, I guess. Und dann den Gang weiter. Hallo, kleiner Anglerfisch. Scheiße, ich verfehlt. Leute, mein Pfeil. Hallo, Pfeil. Kein Pfeil. Schade. Uff. Jetzt werde ich schon zu Pascal. Was? Luft vergessen, oder? Mhm. Warte mal. Guck mal, aber je nachdem, welche hier. Wohnung du bist. Ja, ja. Hier geht's durch. Ah, okay. Kiste. Das werden alles gestohlene Sachen sein, ha? Huh? Ja. Na gut, dass hier so ein Schrott, der hier rumliegt. Steine. Ja, was gibt's hier sonst noch? Willst du zwei. Willst du gegarte Kartoffeln? Nö. Was für Sachen? Egal, da lag Goldzeug, aber das kann man nicht aufsammeln. Dann willst du gegarte Kartoffeln? Nee. Schön. Ich hab noch eine gegarte Rübe, ich hab einen Kokosnuss. Ja, okay, passt. Ich hab noch einen Speer, falls du einen brauchst. Nö, ich hab auch noch Zeug. Guckst du da nochmal rein? Hm. Ich gehe in die nächste Wohnung. Mhm. Also wer sich Anglerfische ausgedacht hat, ey. Oder geht's hier noch weiter? Ich weiß nicht. Wir müssen ja noch allein die Stelle finden, wo es mit den Scheinwerfern, wo wir den brauchen. Eben. Vielleicht ist das irgendwo unter Wasser. Ja, ist gerade frei. Hauptsache, der Hai ist gleich wieder da. Und schwimmt seitlich an mich heran. Ja, da unten geht's ja noch weiter. Oh, so ein Kabel, das könnten wir garantiert gebrauchen. Können wir es bitte mitnehmen? Können wir vielleicht den Hai vorher töten? Na, oder Dings auslegen, ne? Mhm. Jo, dann ab nach oben. Wollen wir? Ja.
Hi, Köder ist drin. Und Hai ist dran. So, hier ist nichts. Das sind einfach nur Bauklötze. Hier ist ein Gabelstapler. Ne, hier geht's nur um die Ecke. Oh, ich habe den Scheinwerfer gefunden. Was? Wo? Wie? Unter dem anderen Scheinwerfer gibt es ja noch einen. Da gibt es einen zweiten. Ah ja, ich sehe es. Benutzen vier Teile des Scheinwerfers. Ah, guck mal, dann gehen die von der Röhre weg. Da gehen die von der Röhre weg. Ich würde aber erstmal hier weiter gucken. Ich bin in dem unteren Teil von dem. Da, wo wir vorhin drin waren. Ja. Aber ich glaube, hier sind nur leuchtende Korallen. Obwohl, nein, da ist hinten ist eine Kiste. Und ein Bauhelm. Baustellenhelm. Das ist jetzt nichts Besonderes. Nö. Aber meine Luft. Meine Luft, meine Luft, meine Luft. Jo, ich gehe ja schon. Ja, okay. So, und rein da. Tiefer würde ich jetzt erstmal nicht tauchen. Ich würde erstmal hier reingucken. Ja. Hier geht nichts, ne? Nee. Doch, Tür von der anderen Seite verschlossen. Ah, okay. Also geht schon, aber aktuell nicht. Mhm. Ach, ich muss schon wieder zum nächsten Luftding. Meine Luftflasche ist schon wieder alle kaputt. Und schwupp. Das frage ich mich ja auch in Subnautica. Da kannst du ja auch tauchen und dort hast du auch so Luftblasen unter Wasser, in denen du die Luft wieder auffüllen kannst. Mhm. Aber wie füllt man aus Luftblasen unter Wasser seine Flasche auf? Seine Druckflasche. Na gut, das hier sind keine Druckflaschen, aber. Notiz! Everyone is scared of the grabber. There's talk about leaving before the water gets even higher. Leaving for that other construction project. The one taken over by rafters. They call it Utopia. The only Utopia I need is right here. I started to secure the tower. Ow. As long as I live, no one will claim my treasure. No one will reach my nest. Hier sind Stacheln auf dem Boden. Ach nee. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Ich habe es gecheckt, dass ich reingegangen bin, weil ich dort was. Ich habe Schaden bekommen. Nee, da habe ich. Man kann übrigens, ja, muss glaube ich einfach nur diesem G folgen. Um irgendwann dorthin zu kommen, wo er. Sein Nest. Der Typ wohnt, ja, ja. Sein Nest. Ups. Ach du Scheiße. Ich glaube, der will keine Gesellschaft. Ja, glaube ich auch. Bin schon wieder halb tot. Hast du Heilsalbe? Nee. Achtung, hier ist ein Draht. Okay. Und noch einer. Ich habe keine Heilsalbe mehr, weil es keine Ton? Ja, es gab keinen Ton mehr. Jetzt bist du hier runter. Und hier. Da unten ist noch eine Notiz, wenn du die mal. Und ein Bauplan. Ein. Schlüssel zum Großlager. Oh Gott, hier geht's ja noch sehr viel weiter. If the motherlode wasn't on the forefront of my mind, the water stole it from me. Oh, I should have acted sooner. Now there's trouble in the way. It's risky to deal with, but it might be worth it. A thought gnaws at me. Ah, but it's just one shark. How hard could it be? Na, das ist die Miranda, die er gestohlen hat. Die Puppe. Okay.
Bei dem Typen, der auf der Insel war. Hm. Hier liegt noch Stop. Metallpfeil. Oha. Was ist das hier? Silber Smoothie. Essen halt. Haihappen. Ein Rezept. Oha. Mit den Hai kochen. Ja. Aber ein Insektennetz. Cool. Und ich habe das Rezept Steak mit Marmelade wieder bekommen. Das haben wir auch. Jo. Das haben wir halt schon. Und Biokraftstoff. Barbecue haben wir auch schon. Jo. Also es muss ja noch unter Wasser noch weiter. Muss ja. Es ja. Ah, guck mal, da ist es sogar. Eingezeichnet. Das Hauptlager. You see it? Ja. Wir sind also im Prinzip ist noch ein zweites Rohr weiter unten. Hm. Ah. Aua. Ah ja, okay. Jetzt sind wir hier. Aber es gab ja auf der Seite, wo der Scheinwerfer sind, wo wir rein sind, gab es ja auch noch einen Ausgang, der noch nicht offen war. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn wir hier fertig sind, dann wird das Ganze zusammenstürzen. Ja, wo bist du jetzt hin? Runter. Okay. Ich will gerade mal Luft aus. Da ist ein G. G für Grabber. Ganz viele leuchtende Quallen. Schön. Oh jo, hier geht's hoch. Ist hier irgendwas? Nö. Nö. Unter dem G geht's ja weiter. Und hier brauchen wir auch den Schlüssel zum Links. Interessant, dass die Technik hier noch funktioniert. Ah gut, die Scheinwerfer funktionieren ja auch noch. Eben. So, da ist es nicht. Unten geht's weiter. Da ist ein G. Hm. Kannst du mir die Metallpfeile geben? Danke. So, ich brauch Luft. Hm. Guter Gedanke. Die G ist noch die einzige Orientierung, die du hast, ist ein großes rotes G. Ja. Es gibt bestimmt trotzdem Leute, die es nicht. Ja, gut, ich meine, es ist nicht so, dass wir uns nicht schon öfter verlaufen hätten. Ja, nee, aber die es nicht hinbekommen zu merken, dass dieses G für irgendwas steht. Für Grabber. Fisch. Ach so, der Fisch gibt Steak. Cool. Mhm. Oder Fleisch, das glaube ich. Hier unten ist nochmal Luft. Okay, und jetzt. War oben auch irgendwas? Nee, es war nur diese eine Ritze, wo ich überlegt hatte, ob man da durchkommt, aber man kommt da nicht durch. Okay. Ach du Scheiße. Ja, wie er meinte, dieser. Der Hai. Ja, dicker, großer, fetter Hai.
Ah, der schwimmt immer so runden. Deshalb, okay, aber sobald du kommst. Ich geh nochmal kurz Luft holen. Ja, war auch gerade mein Gedanke. Ach du Scheiße, der ist ja gepanzert. Wer hat denn einen gepanzerten Hai erfunden? Ich meine, der Hai ist schon nervig genug, aber was macht ein gepanzerter Hai? Spannende Musik. Lol, Pfeil prallt einfach ab. Und der kickt dich weg. Macht aber nicht so viel Schaden. Hast du Schaden gemacht? Nein. Ja, dann müssen wir den irgendwo gegenlaufen lassen, oder wie? Na ja, gut, der haut gegen das Geländer. Also wenn du hinter dem Geländer bist, dann haut er gegen das Geländer nur. Okay. Da links, ja, nee. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall Flossen, damit wir schnell genug unterwegs sind. Hier in der Mitte ist es Abfall oder so, weiß nicht. Irgendwas Radioaktives. Mhm. Ich denke, dagegen muss er knallen. Aber erstmal Flossen holen. Oder ich habe eine bessere Idee. Das gibt es ja erst in der nächsten Folge. Ja. Aha. Ja, genau. Bis dahin noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja. Tschüss.